Palmarigi stellte eine Nordderseele dar und ist von Schönheit und Kultur geprägt. Gerade hier entstand dank des Kulturverbandes il Cedro del Libano, das heißt Libanon Ceder, das Muschel- und Korallenmuseum. Das Museum wurde am Anfang für eine zeitweilige Ausstellung zum Thema Meeresarchitektur eingerichtet. Die Ausstellung bestand aus einer Sammlung von Mollusken und allem, was zur Meereswelt gehörte. Die Sammlung wurde mit der Zeit immer mehr um neue Ausstellungsobjekte bereichert, bis sie ein echtes Museum wurde. Heute ist das Muschel- und Korallenmuseum als das größte Museum dieses Fachbereichs der Lecce-Provinz betrachtet. Hier kann man Korallen, Muscheln und Schwämme mit verschiedenen Eigenschaften bewundern, die aus der Umgebung und aus aller Welt stammen. Eine einzige und bemerkenswerte Fahrt in Abin die Meereswundergottes, die echte Pracht der Natur in den Vordergrund rückt und das schnelllebigen Alltags vergessen lässt.